Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Avorion. Ja, unser Ziel war, dass wir unser Schiff erweitern, also in den Baumodus. Und wir wollten mehr Frachtraum haben. Das war, glaube ich, die letzte Äußerung, die wir gemacht haben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wissen tue ich es auch nicht mehr, ne? Naja, aber es macht Sinn, das Schiff größer zu machen, in dem Sinne, weil wir waren bei 99 Beladung jetzt an der Grenze. Jetzt ist nur die Frage. Nee, wir machen das, die Konstruktion aus anderen Materialien. Welche haben wir denn noch? Nanonit. Ja. Also, Eisen wollen wir nicht nehmen. Ich denke, wir nehmen Titan für die Gerüste hier. Zack. 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 Ist das richtig gewesen? Ja, wird wohl. Zack. Zack. So, da haben wir das schon mal erledigt und jetzt sollten wir Frachtraum nehmen und den auswählen, dann kopieren und dann dran machen, ne? Also jetzt mit, sag schon, Steuerung C, also Mitteltaste auswählen, das Paket hier, dann mit Steuerung C kannst du es kopieren und dann, sag schon, mit Steuerung, also runtergehen wieder, dann Steuerung V drücken, dann wählt er dieses aus und dann kann man es halt hier verbauen, in dem Sinne. Hier mache ich einfach die B-Taste, ziehe das dann klein und hast du sozusagen hier das. Und dann kannst du das hier anbauen. So, so und so. Mittlere Maustaste wieder ausgewählt. Steuerung C. Backgehen, Steuerung V. Und dann ist wieder das Teil ausgewählt. Und dann wird der Frachtraum größer. Glaube ich. Ja, das ist jetzt irgendwo nicht identisch, ne? Wie wir sehen, wird irgendwas anders gebaut, aber das ist jetzt. Jetzt haben wir hier natürlich Pitch and Jaw, links, rechts und oben, unten rollen. Ist jetzt das Problem, das heißt, wir brauchen da noch Steuerdüsen. Das wäre rollen so. Wie war das mit Drehen? F-Taste drücken? Nee. F-Taste war das leider nicht. F-Taste war wieder Zoom in die richtige Stelle. Ja, das ist jetzt die Frage. Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr. R? R ist es. Okay, da kannst du dann auswählen, in welche Richtung du das Ding drehst. So, das wäre dann... ja... Die Drehrichtung so, die wir verbessern müssen. Das wäre schon mal top. Und ist jetzt nur da zu überlegen, wie wir das da dran kriegen. Wir machen erstmal das kleiner. Packen da einen hin und da einen hin. Und da vorne vor packen wir auch einen. Dann nehmen wir nochmal die Steuerdüsen. Und die müssen wir dann in der Größe irgendwie verändern, ne? So, die Höhe ist schon mal richtig. Jetzt müssen wir noch die Breite haben. Das wäre so. Und dann müssten wir noch in die Tiefe gehen. Das ist A. Ne, das ist S. D. So. Zack. Und dann brauchen wir noch den Pitch. Wir hätten es natürlich in Nanonit vielleicht bauen sollen, wie das andere da auch, ne? Naja, okay. Das heißt, Richtung ändern. Und zwar in welche Richtung müssen wir es denn ändern? Das, so rum ist es, okay.
So, jetzt müssen wir da gucken, dass wir den da hinkriegen, aber die Form etwas anpassen. Die Höhe könnte schon richtig sein. Jetzt brauchen wir noch die Breite. Okay. Ist A. Ja, bitte einmal auf dieses hier setzen. Ah, da ist es. 0,3 würde also auch reichen. Zack. So. Schiff ist wieder einsatzfähig, würde ich sagen. Ne? Baumodus verlassen. Und jetzt ist es ein bisschen länger geworden. Ne? Achso, da ist jetzt ein Schiff, was bearbeitet. Okay, alles klar. So, und dann haben wir jetzt ladungsmäßig was aufgebaut. Jetzt können wir da nochmal reingucken, ob wir da handeln können. 25,4, der Preis stimmt noch. Und es gibt 22 Stück. Ich glaube, wir brauchen mal einen Dockingport. Das sieht mir so ein bisschen blöd da aus mit dem da dran. Ich nehme mal den da lieber. Der war mir zu nah, der Dicke da. Kommen wir auch hier an den Dockingport dran, also ist er nicht, ne? So, F. Ich würde mich gerne die 22 auch noch kaufen dann. Antigrav-Einheiten. Wir können jetzt noch 90 dazu kaufen wohl. So, jetzt haben wir die leer gekauft. Mit 25,4. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hinwollen. Handelsposten, Reparaturdock, Handelsposten, vielleicht sollen wir gerade taktische Karte einmal aufrufen und gucken, ob wir hier Ausrufezeichen haben. Aber so wie das aussieht, ist hier nichts. Was sagt unser Handelssystem erstmal? Solarpanels, Antriebsaggregate, Servos, Snaps. Ja, das kann hier nicht mehr sein, einfach weil wir alles aufgekauft haben. Deswegen kriegen wir das jetzt nicht mehr mit. Antigrav-Einheiten 30 hier. Wir haben 174. Die können wir alle da verkaufen. Jetzt ist da noch ein mobiler Händler gekommen. Jetzt müsste man gucken, wo der ist. Nee, bauen würde ich nicht. Ich wollte durchblättern hier. S. Also die G-Taste ist das. Jetzt müsste man gucken, wo der mobile Handelsposten, Kreuzer, Handelsposten, Kreuzer, Kaufmann. Ich weiß jetzt nicht, ob der es ist, ne? Wo ist dein Heimatsektor? Ne, der Kaufmann ist es definitiv dann nicht. Einmal raus aus dem. Da ist er, okay. Güter handeln. Was hat er denn mit? Kraftgeneratoren, Gemüllösemittel, Mondkron. Das sind alles Sachen, wo ich sage, brauchen wir nicht. Die Antigrav-Einheiten würde er für 28 kaufen, aber nur 7 Stück, also bringt uns das nichts. Hier sind auch keine Ausrufezeichen in irgendeiner Form, ne? Also erledigt. Ja, das bedeutet, wir müssten dann weiterfliegen. Jetzt ist die Frage, wohin, ne? Da ist nix. Wir brauchen ja irgendwo Minen, die das kaufen wollen, ne? Fusion, Plastikhersteller. Alles hier nix. Hier unten müssen wir wahrscheinlich hin. Dann springen wir, denke ich mal, hier hin und dann können wir direkt vielleicht dahin. Südosttor ist also passend. Dann müssen wir nur das Südosttor auswählen. Das ist da, gar nicht weit weg, passt. Und hinein, Onkel Otto. Ja, dann da rein und dann
von da aus weiterspringen, aber das können wir dann über die Karte machen. Gehen wir einmal taktische Karte gucken, ob hier irgendwo was ist. Da oben ist ein Reparaturdock und das möchte vielleicht was haben. Schwarzes Brett. 100 Stahl. Nicht interessant für uns. Taktische Karte nochmal rein. Das war alles, ne? Gut. Map. Und wo war das Dingens jetzt? Nee, sag nicht. Bringt uns also auch nicht weiter. Jetzt müssen wir nach Südwest springen dann. Tor Südwest ist das? Nee, Ost, Südost. Dann ist es das. Gut, dann dahin. Reicht die Reichweite von unserem Antrieb nicht dafür. Aber ausbauen, ja, könnte man, ne? Wäre zu überlegen. Ich glaube Nanonit und dann kannst du dann deinen Sprungreichweite auch erhöhen, ne? Naja, wir gucken hier noch rein. Ist ja auch kein Ding. Ist hier was mit Ausrufungszeichen von Interesse? Nein, ist es nicht. Das heißt, ab in die Karte. Und wir machen hier die Koordinaten rein. Und springen dann da von Hand hin. Dann auf Computer in die Sprungroute und dann ist er wann fertig? Jetzt und tschüss. Gut. So, und dann wollen wir hoffen, dass wir da unsere Antigraf-Einheiten irgendwo loswerden für gutes Geld. Ne, die Karte. Nee, ne, sag jetzt nicht, hier gibt's nie ein Ausrufungszeichen da dran, ne? Du glaubst es doch nicht, oder? Krieg den doch nicht mehr, da, ne, ist ein Kreuzer. Gibt's doch jetzt gar nicht, ne? Komm, mit G können wir da durchblättern. So. Jetzt haben wir's weggedrückt, auch gut, ne? Silber und Gold und die kaufen an die Graf-Einheiten für 29. Da hätte ich sie woanders schon besser verkaufen können. Ich hätte sie auch gerne nicht als... Ne? Ich hätte sie gerne als Mission, weil es das Doppelte dafür gibt im Endeffekt. Was machen wir jetzt? Gute Frage, ne? Komm, nochmal reingucken. Hier sitzt auch noch welche. Koordinaten setzen, wir fliegen dahin. Wo ist der Sprung? Da. Und auf geht's. In der Hoffnung, dass wir es dahin kriegen. Na los. Auf jeden Fall vor uns schon mal was. Schwarzes Brett. Säure. Na komm, taktische Karte. Macht Sinn. Rausgucken. Ist die einzigste. Die einzigste Missionsaufgabe. Läuft, oder? Ja, toll. Was kostet der Preis da so? Güter handeln, verkaufen, Antigraf-Einheiten 27.000. Bringt uns also auch nichts. Da ist noch eine Einheit. Schwarze Güter handeln, verkaufen, Antigraf-Einheit 26.000. Die kannst du schon fast kaufen hier für das Geld, ne? Da unten. Kaufen. Das ist... Der Hammer, hier hat einer geliefert, sagen wir es mal so. Da hinten ist auch noch einer. Jetzt haben wir sie. Güter.
Antigraf 27, brauchen wir nicht drüber reden. Ich will nicht hoffen, dass dieses Spiel so programmiert ist, dass es weiß, was ich mit rumschleppe, ne? Das wäre dann echt ärgerlich, wenn da der Preis ein bisschen dran festgemacht wird, ne? Das wäre fatal. Ja, gut. Das ist dann so erstmal. Karte gucken und überlegen, ob es irgendwo noch Bereiche gibt. Da gibt es eine Edelmetallmine. Dafür müssten wir da hinspringen bzw. hinfliegen, um dann da nachzugucken. Da würde ich sagen, machen wir das aber wenn in der nächsten Runde. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.